Begeisterung oder Nachfolge? Die Veteranen von Schweden wurden Karolinger genannt, weil sie in den jahrelangen nahen Berührung und Waffenbruderschaft Karls Art angenommen hatten. In ihnen lebte derselbe hohe Mannesmut, derselbe stürmische Angriffsgeist wie in ihrem König. Es gab in Schweden 200 Jahre später einen Verein der Verehrer Karls, die sich Karolinger nannten. Literaten, Kaufleute und allerlei Leute. Dieser Verein veranstaltete gelehrte Forschungen, Vorträge über Karl und Gedächtnisfeiern. Da kam man zusammen und begeisterte sich für den großen König und ging nach Hause und war wieder Stummgelehrter. Oder behaglicher Rentenempfänger oder etwas ähnliches. Wie die Karolinger zu Karl stehen meist die Christen zu Christus. Sich für Christus begeistern kann auch der gottferne Mensch. Christus ähnlicher werden, mehr und mehr von seiner Art durchdrungen, mit einem Wort geheiligt werden, können nur die, die in persönlichen Kontakt mit ihm stehen, denen er begegnet, in deren Leben er unmittelbar hineinragt. Erst wenn das der Fall ist, wird das Vorbild Jesu wirksam.